Etrula liegt am Steg von Blichesjoktlap, welcher an der Ostküste von Lefkas liegt. Dort haben sie einen neuen Pontoon errichtet. Rory und Ricky Bradley, die Eigentümer des Yacht Clubs, kümmern sich sehr sorgfältig um jedes Schiff. Unser Turn startet in der Vlicho Bay, geht an Nitri vorbei und anschließend wird Kurs aufgenommen Richtung Meganisi. Meganisi ist eine Insel, liegt östlich von Lefkas, hat sehr schöne Buchten zum Ankern und einige Tavernen, in denen man gut essen kann. Ihr erstes Ziel für den Abend ist die Taverne von Babis und Panos in Porto Spilea. Listen to the chirping of the birds and sing with them alone. But sing them hey, 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 hey. Go climb the mountain so high above. Bei Babis sind wir fast die einzigen Gäste. Die Taverne ist groß und die Plätze bleiben leer. Aber ich lasse mir trotzdem die Kalamares, die leckeren Kalamares, schmecken. Zieh mich aber bald zurück in meine bequeme und gemütliche Kabine auf Petrula. Am nächsten Morgen, es hat so gut wie keinen Wind. Und deshalb tuckern wir gemütlich unter Motor in Richtung Vati, dem Haupthafen der Insel. Dort drehen wir eine Ehrenrunde und fahren anschließend in eine Badebucht hier am Ostküste der Vlicho Halbinsel. Angekommen, gehen wir auf den Buganker. Das Wasser ist wunderbar klar und ist auch warm genug zum Baden, 21 Grad. Zwei weitere Boote liegen in der Bucht, aber es ist genügend Platz für alle da. Die Saison ist noch jung und deshalb ist noch nicht mit Überfüllung zu rechnen. Zum ersten Mal möchte ich meine Unterwasserkamera ausprobieren und deshalb gehe ich auf Tauchkurs und versuche ein paar Fische zu fangen. Nature, breathe in that fresh air. Let's sing and hey, let's sing and hey. Listen to the chirping of the birds and sing with them alone. Let's sing and hey, 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 hey. Go climb the mountain so high above. You're part of heaven, it's nature's love. Dann gehen wir wieder Anker auf und nehmen Kurs auf Nidri. In der Zwischenzeit hat der Nordwind angefangen zu blasen, es ist 16 Uhr und mit 16 bis 20 Knoten haben wir ihn voll auf die Nase. Petrula macht das nichts aus, mit ihren 18 PS Zweizylinder Volvo stampft sie tüchtig gegen an und so kommen wir
gut voran und sind auch bald am Steg vom Isis Hotel, wo wir die Nacht verbringen wollen. Das Wetter war nicht immer ganz stabil. Am Nachmittag und gegen Abend kamen Gewitter auf und es hat geregnet. Am Nachmittag des nächsten Tages fahren wir wieder zurück zum Licho Yacht Club, wo wir Petrula in die Obhut von Vicky und von Rory Bradley geben. Hier wird Petrula an einer Mooringboje warten bis September, bis wir wieder zurückkommen, um auf einen neuen Turn zu gehen.